Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Und naja, ich mache mal ein bisschen Backtracking, weil ich ein bisschen was vergessen habe. Auf Route 113 zum Beispiel einen Superschutz. Also nehmen wir den doch auch mal ganz gekonnt mit. So, dann haben wir hier noch ein Kind, sagen wir es mal so. Feen-Pokémon haben das Feuer in mir entfacht. Sei also vorsichtig. Und natürlich eine zusätzliche Trainerin. So. Ein bisschen Backtracking. Na, obwohl, nein. Das ist kein Backtracking, was in Zukunft noch folgen wird, aber es wird halt noch notwendige Wege geben, die wir einschlagen müssen. Und ja, jetzt haben wir Psychofee gegen Wasserfee. Wer hat da wohl die besseren Karten? Ich sag mal, dass ich mit einem Nassschweif ein bisschen mehr anrichten kann. Also probieren wir es doch mal aus. Wie viel ist denn anrichtet hier? Ja, das nenne ich mal ordentlich Power. Ich meine, mit der Fähigkeit Kraftkoloss. Doppelter Angriffswert, physische Attacke plus Step. Das muss einfach rocken. Das geht nicht anders. Du erlischst meinen Traum vom Sieg. Tja, dafür kann ich aber auch nichts. Gut. Dann noch das nächste, was ich euch zeigen wollte. Das dauert für mich ein bisschen, aber bis gleich. Beim Radweg habe ich natürlich noch ein, naja, relativ wichtiges Item übersehen. Zumindest für ein gewisses Pokémon. Also fahren wir doch mal hier hin. Na, wartet erstmal eine Schönheit auf mich. Meine Leidenschaft, für Fahrräder führt mich hierher. Oder führt mich einfach nur her. Das hier konnte ich nicht mehr aussprechen. So, Melissa, was hast du denn für ein schönes Pokémon? Goldini, Goldini. Ja gut, da kann ich jetzt nicht so viel anrichten. Ich muss mich nur wieder mal an mein Team gewöhnen, da ich hier ja noch kein Pflanzen-Pokémon habe. Nicht wie in Omega Rubin, was ich halt für mich selber spiele. Ich habe noch nichts Effektives. Aber das wird noch kommen. Das wird ganz gewiss noch kommen. Deswegen, wir machen jetzt erstmal einen. Ach komm, wir machen mal einen Knuddler. Einfach so, weil er schön aussieht. Und zack. Genauso soll es sein. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Da dürfte sie besiegt sein. Oh, The Francis erreicht Stufe 32. Sehr vorbildlich. Genau. Ja, dein Drahtesel ist nicht von schlechten Eltern. Ja, nicht nur der. Okay, so. Voltensonid haben wir jetzt also auch erhalten. Damit kann Voltenso eine Mega-Entwicklung durchführen, aber dazu sind wir noch nicht in der Lage. Und warte mal, ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Einmal will ich das mal ausprobieren. So, jetzt müssen wir uns nur beeilen. So, jetzt fängt die Zeit an zu stoppen. In der Hoffnung, dass ich hier niemandem begegne, fahre ich jetzt einfach mal hier munter umher. Ja, das sieht gut aus. Nein. Okay. Das kann man schon wieder vergessen. Zumal ich jetzt eh langsamer als, ja, langsamer war als 10 Sekunden. Gut. Dann hat sich das hier also erledigt. Dann fahre ich nochmal zurück. Also so rum geht es nicht. Das ist aber auch bedeutend einfacher, weil man, naja, ein bisschen besser vorausschauend fahren kann. Das ist ja gerade die Herausforderung dabei, dass man das sonst nicht kann. Und zumindest hat man hier einen guten räumlichen Blick und weiß, wo eine Abfahrt ist und wo nicht. Das hatte man ja in der dritten Generation nicht, aber man kann es ja auch niemandem verübeln. Ich hatte aber noch was vergessen, und zwar die Trainer hier, die hatte ich noch nicht herausgefordert. Und das könnte man jetzt aber schon tun, da sie ansonsten später zu schwach sind. Deswegen wagen wir uns mal schnell auf diese Route hier. Da ich die nämlich noch nicht mit euch observiert habe, nämlich Route 118 oder so. Der Duft von Blumen ist wie eine magische Kraft. Er reinigt Körper und Geist. Ja, Route 118. Ja, da ist es auch nicht mehr allzu weit bis Route 119. Möchte man denken, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, und mal wieder Myrapla. Was will ich denn mit einem Myrapla? Mit einem Myrapla kann ich gar nichts anfangen. Deswegen probiere ich einfach mal einen Walzer aus. Mal gucken, ob der jetzt ausreicht. Ich meine, gut, so stark ist Walzer nun nicht. Aber wir werden sehen. Okay, ich habe die Attacke zum Glück abgewehrt und wir walzen mal weiter herum. Ja, Dampfwalze. Vielleicht hätte man auch, ja, das Pokémon Dampfwalze nennen sollen oder sowas. Das wäre vielleicht noch ein bisschen besser gekommen. Roselia, natürlich, da möchten wir doch lieber das Pokémon wechseln, da das dem nicht gut kommt. Man könnte. Ach komm, wir machen mal mit ihm einen Auftritt hier, mit Gengar. Da kann nämlich. Ach, ich Blödmann, das ist doch selber Gift. Ach, zu schlecht nachgedacht. Aber egal. So.
Und dann habe ich sowieso noch ein bisschen was zu erledigen, was ich vergessen habe. Aber komm, Schlammbugger, das wird trotzdem genug sein. Also, das kann nicht anders gehen. Also, ich meine, Stufe 16, hallo. Da merkt ihr also, wie schwach die Pokémon hier noch sind, da man hier schon potenziell, langkommen kann. Und Niklas erreicht Stufe 27, ja, damit kann man doch leben. Du meine Güte, da habe ich wohl verloren. Ja, das hast du wohl. Das kann man so sagen. Okay. Nächster Trainer hier? Halt mal. Nein, das wollte ich da auch nicht. Ich will das Itemradar. Ah, dann wird's hier sein. Eine Herzschuppe, yay. Eine Herzschuppe. Die wird auch gut sein, um Attacken, die Pokémon erlernen können, beibringen zu können. So, warte mal. Jetzt gucken wir mal uns den Level an. Ich meine, ja, Niklas braucht halt gerade das Training. Der VM-Sklave überhaupt nicht. Okay, dann reden wir mal mit ihm hier. Wenn gerade kein Schiff in der Nähe ist, kannst du das mir auch mit einem Pokémon, das Surfer beherrscht, überqueren. Tja, auf Pokémon ist eben Verlass. Ja, das stimmt schon. Route 118, Malvin Froh City. Ja, Mensch, da bin ich Malvin Froh. Und ein Sternstaub, den ich, glaube ich, einfach nur verkaufen kann, weil er sonst keinen anderen Zweck erfüllt. Es sei denn, er hat einen geheimen Zweck, den ich nicht kenne. Pokémon, die elegant durch die Wellen oder Weiten des Meeres schwimmen, sind einfach toll. Mit einer Attacke namens Surfer kann man gemeinsam mit seinem Pokémon übers Meer gleiten. Oh, jetzt hier. Meine Melodie wird sich ihren Weg in dein Herz bahnen. Yay, ich bin voll der Metaler hier. Yay. Nein, er ist einfach nur Gitarrist. Kirk. Hallo Kirk. Ich kenne zwar den Namen Birk, aber Kirk kenne ich gar nicht. Scheinbar habe ich einen ziemlichen Nachteil gegen dieses Pokémon. Ich glaube, das sollte ich mal ganz schnell bereinigen, indem ich das Pokémon tausche. Aber der wird mich jetzt bestimmt hier paraflinchen oder so. Ich weiß es nicht. Oder macht eine Attacke und jetzt kriege ich einen Parahex ab. Nein, nicht. Ich bin erstaunt. Na gut, was nehmen wir? Wir nehmen mal den Doppelkick. Damit gehe ich zumindest auf Nummer sicher, dass ich der eventuellen Robustheit umgehen kann. Okay, dem ist nicht der Fall. Das finde ich doch schon mal sehr schön. Ja, und da erhalten wir noch ein paar EP. So sehen wir es doch gerne. Flurmel. Ja, wenn man Flurmel, das hat keine Robustheit. Naja, aber es ist ein Normal-Pokémon, sodass ich hier weiterhin beruhigt mit dem Doppelkick arbeiten kann. Genau, und dann war es das nämlich auch schon. Also wie gesagt, Stufe 16 ist dann absolut keine Herausforderung mehr. Deswegen, das hat man hier ganz schnell hinter sich gebracht. So. Schalalalalala, schalalalala, schalala in the morning. Schalalalala, schalalalala, Pokémon. Okay, ich weiß, ich habe jetzt nicht die beste Gesangsstimme, das gebe ich zu, aber mir fällt da halt gerade was ein und das muss ich einfach singen. Ein Angler braucht eine gute Ausrüstung. Für einen Trainer hingegen sind natürlich seine Pokémon entscheidend und dass er sie mit Herz und Seele trainiert. Und natürlich auch das Wissen über das gegnerische Pokémon samt Techniken und blibla blubdiblub, ne? Das soll man ja auch nicht vergessen. Kanivanha. Kanivanha. Oh! Da ist natürlich unser Niklas auch ganz gut aufgestellt, denn wir haben hier einen Knuddler. Ich finde das so zum Knuddeln süß. Ich meine, das Pokémon sieht ja auch zum Knuddeln süß aus. Ja, Rauhaut zieht uns eine Menge ab. Rauhaut in Kombination mit Beulenhelm ist dadurch noch böser, weil du dann doppelt was abbekommst. So, und der VM-Sklave versucht auch noch irgendwas zu erlernen. Aber nein, wir wollen keine Offerte. Was auch immer Offerte ist, wir gucken mal ganz kurz, was das sein soll. So, Offerte ist eine Wettbewerbsattacke auch, ja. Trägt das hier gerade kein Item bei sich erhält, ist das Item, das sich aktuell im Besitz des Anwenders befindet. Ach, das ist so eine Trollattacke, sage ich mal. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Flug-Pokémon gegenüber hat, was ja nicht von Bodenattacken getroffen werden kann. Da schmeißt man den zum Beispiel diese Stahlkugel oder sowas zu. Oder wie das Item heißt. Und dann kann das halt plötzlich nicht mehr fliegen. Also dann verliert es diese Eigenschaft der Schwebe, welches es ja als Flug-Pokémon sozusagen hat. Und ja, dann kann man es auch mit Bodenattacken irgendwie treffen. Also zumindest das wäre eine Idee oder was weiß ich, dem Giftorb unterjubeln oder wie auch immer. Ich werde jetzt zurück Bad Lavastadt nicht, hier zur anderen Stadt da oben gehen. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Und dann habe ich da nämlich noch was vergessen. Also bis gleich. Zurück in Laubwechselfeld habe ich mich ja noch gar nicht hier richtig umgeschaut. Ist mir
beim Spielen von Pokémon Omega Rubin aufgefallen. Zum Beispiel habe ich mir das Pokémon Center noch gar nicht genau angeguckt. Hm? Oh, hallo, wer bist du? Du heißt The Francine? Ich sehe dir an, dass du ein Trainer bist. Das heißt also, dass du auf das von mir entwickelte Pokémon-Lagerungssystem, welches ich eigentlich von Bill geklaut habe, zugreifen willst. Woher ich das weiß? Ich bin vor dem PC und du hast mich angesprochen, weil du ihn benutzen willst. Nein. Meine Protagonistin steht auf Frauen und deswegen wollte sie mit dir flirten. Das ist nicht gerade höhere Mathematik. Das stimmt auch, ja. Ach, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lanette. Es freut mich sehr, einen Trainer zu treffen, der das Pokémon-Lagerungssystem benutzt. Wenn du magst, besuch mich doch mal in meinem, besuch mich doch mal. Mein Haus befindet sich auf Route 114. Ah ja. Ich frage mich, wie Pokémon wohl vor langer Zeit ausgesehen haben. Vielleicht kann mir der Fossilienmaniac am Ortsrand weiterhelfen. Das kann ja eventuell tun, ja? Auf den Tälern von Laubwechselfeld haben wir widerstandsfähige Bäume gepflanzt, die auch in Vulkanasche gedeihen. Obwohl, Asche an sich als Boden, also im Boden, ist auch sehr nahrhaft für die Pflanzen dann. Aha, so erscheinen also mehr wilde Pokémon, dann brauche ich das hier ja gar nicht mehr. Wieso probierst du es nicht mal aus? Honig! Ja, du brauchst mir aber nicht Honig ums Maul schmieren. So, ja, ist halt so ein Spruch, ne? Also, das Gute ist, Lanette hat noch eine ganz bequeme Eigenschaft bei sich. Wenn wir sie gleich mal ansprechen, dazu müssen wir aber erstmal wieder auf diese Route zurück. Dazu aber gleich mehr. Ich meine, das muss ich jetzt nicht schneiden. Das kriegen wir noch in diesem Part unter. Also erstmal hier schön entlang geradelt. Und wir waren ja an und für sich stehen geblieben an dieser Stelle hier. So, dann setzen wir das mal wieder auf. Gibt's hier ein Item? Nein. Okay, da fällt mir gerade auf, bei Omega Rubin habe ich hier diese Stellen noch nicht mit Surfer erkundigt. Ich liebe das Angeln, aber ich habe eine große Schwäche für Kämpfe. Ich nehme jede Herausforderung an, auch wenn ich gerade beim Angeln bin. Ja gut, wenn du gerne kämpfst, ist es doch deine Sache. Das nimmt dir doch keiner übel. Garados kommt in den Kampf. Hm. Garados, das ist nicht gerade angenehm, aber Niklas ist eine echte Wunderwaffe, auch wenn er mich gerade ein bisschen ärgern möchte, weil er meinen Angriff senkt. Ich meine, Kraftkoloss macht da trotzdem einiges wett. Und der Biss, welcher Typ vom Typ Unlicht ist, der kann einem zurückschrecken lassen. Ja, jetzt hext er mich damit, wa? Okay. Ich mach weiter. Du wirst schon noch sehen, was du davon hast. Das wird dir teuer zu stehen kommen. Jetzt kriegst du nämlich erstmal einen Walzer ab. Der zieht in der ersten Runde noch nicht so viel ab, das weiß ich. So, und ich schrecke bestimmt gleich wieder zurück. Okay, Leute. Ich sag doch, das ist übertrieben und irgendwie nicht, realitätsnah. Das ist einfach nicht wahr. Weil, das bei mir nie passiert, wenn ich das beim Gegner probiere. Das ist irgendwie schon ein bisschen crazy, aber na gut. Das ist nun mal Pokémon. So. Okay, warte mal. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich werde jetzt erstmal in die KP-Erholungstasche greifen und... Warte mal, ein Supertrankensprudel. Ach komm, hier. Der muss erstmal weg. Ich vertraue mal darauf, dass er sich jetzt selbst verletzt. Und dass er mich nicht jetzt besiegen wird. So, KP wurden aufgefrischt und du hackst dich jetzt selber weg. Ja, okay. Du hast dich zumindest sehr stark selbst verletzt. Das finde ich ja schon mal ganz nett. In der Zeit werde ich erstmal noch den nächsten Trank anwenden. Du hast es ja nicht anders gewollt. So, die Tränke, die brauche ich später sowieso nicht mehr. Ich meine, bei 109 KP, da ist das ein Witz. Aber der wird sich jetzt noch selbst verletzen. Tja. Das kommt davon, dass du mich ein paar Mal nicht hast angreifen lassen. Deswegen, mir fehlt Wassertempo, aber das kann ich halt nicht lernen. Das ist halt, das müsste ich durch Zucht erreichen. Und, naja, gut. Ach, geht das gleiche Spielchen jetzt schon wieder von vorne los? Nein, geht es zum Glück nicht. Wir treffen jetzt nämlich und dann hat sich dieses Garados hier auch erledigt. Und tschüss, liebes Garados. Das ist halt das Schwierige daran, weil sich das halt erstmal aufbauen muss von der Stärke. Aber wenn es dann mal aktiv ist, dann haut's rein. Ich liebe Kämpfe, aber das heißt nicht, dass ich auch gut darin bin. Ja, du liebst wahrscheinlich auch Frauen und bist nicht gut zu Frauen oder so.
So, dann ein Wablu-Schwarm, den man hier wunderbar betrachten kann. Und was haben wir denn da? Da haben wir nämlich das Haus unserer guten Lanette. Aber erstmal hier geguckt. Na, das wird darauf hinweisen, dass da hinten irgendwo ein Item liegt. So, aber zunächst gucken wir mal hier noch hin. Ah ja, warte mal. Suchlevel 0. Ach, das war ein Vipizis, was mir aber gerade entflohen ist. Ja, schade. Schade. Ich denke da nicht dran. So, und hier sind wir jetzt bei Lanettes Haus, auch wenn ich das nicht vorgelesen habe. Oh, Francine, entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist mir echt peinlich. Erzähl das bitte niemandem. Hier, das gebe ich dir auch dafür. Eine Lototze-Puppe. Aber wir werden sie nochmal ansprechen. Oh, Francine, lass mich raten. Ich wette, ich weiß, was du von mir willst. Du wünschst dir bestimmt, es gäbe einen Weg, die deine PC-Box noch leichter zu verwalten, stimmt's? Aha, wusste ich's doch. Es musste schließlich irgendeinen Grund dafür geben, dass du mich einfach so ansprichst. Also habe ich eins und eins zusammengezählt. Aber genug davon, einen Augenblick bitte. Tipp, 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 tipp. So, fertig. Aber jetzt findest du die Option Pokémon bewegen ganz oben im Menü deines PCs. Und ach, wisst ihr, das finde ich super. Wenn ich die Option wieder an ihre ursprüngliche Stelle zurücksetzen soll, lass es mich wissen. Das ist doch mal ein Ding, wa? So, jetzt können wir erstmal hier das Spiel speichern. Ich werde offscreen mit ein paar Tränken des Meryl, oder zu Meryl besser gesagt, teilen. Und ich hoffe, dieser Part mit ein bisschen Backtracking hat euch gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon Alpha Saphir, sieht man sich und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnacht.